So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin gerade in einem bekannten Windpark, wo gerade neue Anlagen gebaut werden. Sieht man schon, das Spiegelbild weit aus. Ein großer Kran, eine Windkraftanlage, ein großer Rotor, eine Vensis 136 mit 162 Meter Nabenhöhe. Alter, ist das geil. Sieht das fett aus. Vor allem der Turm, der ist aber so fett. Alter. Das ist halt echt geil. Das muss man überlebt haben. Vor allem der Kran, Alter. Also die haben jetzt schon hier immer echt laut. Sorry. Hier ist viel Wind im Windpark. Hier sieht man noch eine Ven MD-77, eine Repower. Die soll für die beiden neuen Vensis 136 auf 162 Meter abgebaut werden. Ich bin gerade im Windpark Natteln. Ja. Boah, Alter. Das sieht geil aus. Boah, fett. Man muss sich überlegen, die müssen den ganzen Rotor müssen die auf 161 Meter hochziehen. Das macht der Kran hier. Er hat schon Gegengewicht hinten, aber der zieht den ganzen einfach Rotor hoch. Alter, das ist halt echt. Also das gibt's halt auch echt selten, dass so ein großer Rotor auf der Nabenhöhe halt in einen hochgezogen wird. Meistens ist ja mittlerweile, dass die Einzelblattmontage machen. Sprich, dass die quasi ja, die Blätter einzeln hochziehen, aber da wenn es ja auch getriebelos ist und die jetzt nicht wie Endercon so ein, ja, wie nennt man es, dieses Entfallen, dieses Gewicht quasi haben, um die Nabe zu drehen oder so, müssen halt den Rotor ganz hochziehen. Dazu brauchst du halt auch so einen großen Liebherr LR 11000, ne, von Hartinger. Das ist echt geil. Hier stehen halt zwei Vensis 136 auf 162 Meter. Da hinten sieht man noch im Hintergrund, die gehören zu Wellendorf. Das sind zwei G3.6137. 3,6 Megawatt in Leistung, 137 Meter Rohrdurchmesser. Und ja, Nabenhöhe von 164,5 Meter. Das sieht auch echt geil aus. Vor allem, wie sich die Flügel da biegen, wenn man nur der mal guckt. Alter, das sieht echt zu wild aus. Sorry. Hier. Ja. Und die Vensis haben halt 3,5 Megawatt in Leistung. Davon ist auch ein MD-70. Und hier vorne ist halt der nächste Brocken. Nordex N117 Gamma. Mit 2,4 Megawatt auf 91 Meter Nabenhöhe. Ja, muss ich mal gucken. Da ist der ganze Vensis-Team, die Anna aufbaut. Und ja. Gut, ich zeige euch den Park nochmal gleich weiter. Denn so, bis gleich. Jetzt bin ich hier wieder. Zeige euch mal kurz den Rest. Davon ist die N17 Gamma. Und was man auch sehen kann, da hinten ist auch eine neue Anlage, eine Vensis von 36 auf 97 Meter. Das sieht auch echt fett aus, wenn man drüber nachdenkt. Aber warum die da den Turm genommen haben und dann hier neben, sorry, es wackelt, einfach die 162 Meter Variante nehmen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es auch echt krass. Ja, es stehen noch weitere drei Nordex in Gamma stehen hier in dem Windpark. So, und dann haben wir noch zwei besondere Anlagen, eher seltene, E-100 Anlagen, die man da vorne zum Beispiel und auch da hinten. Die haben eine Nennleistung von
2,2 Megawatt. Oder ich messe auf 100 Meter und eine Nabenhöhe von 99 Meter. Ja. Und ja, das sind auch sehr interessant, die Anlagen. Das ist heftig. Insys 36. Das ist nicht so schlecht. Das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Was auch noch bemerkenswert finde ich in dem Windpark, stehen halt die MD-77, die haben alle Tagesbefeuerung mit Blitzen. Und dann sieht man halt noch die anderen Anlagen, die komplett rot sind. Also ich finde das sehr schön, dass hier so ein Mischmasch ist und einfach auch diese Differenzen der Nabenhöhen einfach. Hier 91 Meter und da hinten einfach 164,5 Meter. Das ist echt heftig hier. Und so viele Hersteller hier auch hier. Hier ist Repower, Nordex, Eno, Vensys, G. Gut, Enercon West das hier, aber sonst sind hier sehr viele vertreten, muss ich sagen. Ne? Auch schon mal was anderes hier zu sehen. Und hier sehen wir noch unter einer MD-77. Das ist auch echt geil, wenn man drüber nachdenkt. Ja. Ja. 2006. Die Eno sind von 2016, meine ich. Und die Nordex 117 Gamma. Jetzt sind die auch, die haben eine echt heftige Windwinderhöhung mit grauen Fuß da hinten zum Beispiel. Die sind von 2018. Ganz schwer kann man das sehen. Ich habe die Nabenhöhe von 100 Meter hat die. Ja. Und die Belüftung. Die haben wir auf dem gebaut mit den Bäumen. Die war das Fußpunkt 558, auf jeden Fall die Cypress. Werden da gebaut. Das ist auch echt heftig hier in Landkreis Uelzen. Werden derzeit sehr viele Cypress Windparks gebaut, genehmigt sind schon teilweise. Ich glaube, es sind ungefähr 5 Windparks mit mindestens 4 Anlagen. Das ist echt heftig, was hier so an Cypress gebaut wird. Alle genehmigt. Hier wird richtig viel gebaut. Also generell auch Landkreis Uelzen, generell tut sich total sehr viel. Also, das lohnt sich auf jeden Fall hierher zu fahren. Und dann würde ich euch diesen Bild verabschieden. Bis dann. Tschüss. Hier folgt das Astronen-Video. Bis dann. Und tschüss.